Okay. Oh, ich dachte gerade, das wäre Platin. Es war so Silber irgendwie. Aber gut, das... Oh, jetzt haben wir die Kacklevel schon mal fertig. Oh, das war sehr gut. Das war gut. Oh. So, jetzt können wir uns dem schönen Level widmen. Und zwar... Ja, Nummer 14. Rum Rum. Machen wir erstmal Platz 1. Während Platz 1 könnten wir eigentlich mal probieren, alle Kisten zu holen. Du hast ja schon einige Partys platzen lassen, aber ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Wenn du nicht umkehrst, werde ich dich und dieses Universum ewig dafür büßen lassen. Und danach... Also während... Ich versuche einfach mal während dem Erster werden alle Kisten zu holen. Dun, 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 dun. Ka! Das hört sich mal so lustig an irgendwie. Dun, dun, dun. Das wäre natürlich sehr cool. Fick dich, du... Boah! Spacko. Geh weg. Da ist das Alien-Schild. Okay. Doch, die brauchen wir wohl. Eieieiei. Oh! Da war nämlich ein Abgrund. Ah, du dummer Spaß, ey. Ach, diese tolle Stelle. Ups. Schön. Ich hab so viel Glück, ne? Was? Boah, ich war ja voll schlecht. Ah, ich glaube, wir werden erstmal Erster. Ohne Kisten zu sammeln. Also die Spacken gingen mir schon ziemlich derbe auf den Sack. Nummer 14. Yay, nochmal. Erster werden ohne Kiste. Wichtig. Schön. Weg. Was passiert eigentlich, wenn die auf einem landen? Würde mich mal interessieren. Alien-Schild? Nein, nicht in die Pampa fahren. Okay, das brauchen wir. Wichtig. Ich spiele so Spiele übrigens immer übers Digitalpad. Deswegen sieht das auch so ein bisschen merkwürdig aus, wie ich hier fahre. Und ich hoffe einfach mal, dass das in den Remakes, Remaster, Remaster Plus, whatever,
auch, dass es da auch die Möglichkeit gibt, das so zu spielen über das Digitalpad. Yes. Uff, das war gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt machen wir uns an die Kisten. Kann man eigentlich alle Kisten kriegen während dem Zeitding? Achso, och. Jetzt müssen wir erstmal gegen Mr. Uhrzeit kämpfen. Aber ich mag... Nee, wir müssen erstmal speichern. Aber ich mag sein Level. Das ist echt cool. Und die Musik ist auch echt cool. Speichern. 37%, yay! So. Entropy. Kleinen Zecken, seid viel zu dumm, um zu verstehen, worauf ihr euch da einlasst. Diesmal habt ihr es geschafft. Diesmal habt ihr es geschafft. Ja, ja. Jetzt bist du dran, du kleines Stinktier. Gib mir die Kristalle. Gib mir die Kristalle. So, und wir müssen hier einfach diesen Kugeln ausweichen. Und die kommen immer auf unterschiedlichen Höhen. Und dann gibt es auch noch diese Wellen hier, die von vorne oder von der Seite kommen. Und dann haut er einmal mit seinem komischen, mit seiner Stimmgabel oder was das ist, haut er immer auf den Boden. Ja, und dann müssen wir halt da drüber laufen. Und es werden halt von Level, also von Stufe zu Stufe weniger. So, letzte Stufe. Ist auf meinem Fernseher mal recht schwer zu erkennen, von wo die kommen. Yay! Okay, jetzt haben wir das Wirbelwind-Gedrehmonster. Tödliche Tornado-Drehung, um sich langer und schneller zu drehen oder um in der Luft zu gleiten. Drucke wiederholt Quadrat. Weiter Mitte Dreieck. Das ist, das mag ich sehr gerne, diese Funktion. Die ist nämlich toll. Ihr unverschämten Teufel! Durch euren Sieg über Entropy habt ihr uns alle in Gefahr gebracht. Ja, Crash, Coco, ihr müsst verstehen, dass diese Zeitmaschine sehr empfindlich ist. Wer weiß, was ohne Dr. Entropys Wartung und Kontrolle passieren wird. Entropy. So. Nummer 14 again. Edelstein holen. Dann Relikt holen. Und dann Alienschild. Da habe ich aber keine Lust drauf. Ich mag das nicht. Also Kisten wollten wir holen, ne? Da düsen wir etwas langsamer. Wir wollen ja nichts verpassen, ne?
Sie mit ihren Kack-Hot Rods. Ich mag Hot Rods zwar total, aber. Ich bin nicht so wackeln, ne? Das ist Alien-Schild. Ich bin schon so gespannt auf das Remake, Remaster plus whatever. Dennis hat es auch schon vorbestellt aus dem englischen Store. Aber ich hoffe einfach mal, dass es auf CD rauskommt. Ich hoffe es. Das wäre so übelst nice. Ich hoffe, dass ich alle gekriegt habe. Weil man kann nicht rumdrehen. Das ist nämlich das Blöde hier. Und das ist halt so auch die Stelle, die halt kacke ist, weil man da manchmal nicht alle erwischt. Eine Kiste in der Luft. Ha! Das Schöne ist bei dem Level mit den Aliens. Kommen einem auch diese Polizeiautos entgegengefahren. Die bleiben nicht nur da stehen, sondern die fahren einem auch entgegen. Ich glaube, die fahren auch von links nach rechts. Oder gibt es hier von noch ein Level? Bin nicht ganz sicher. Einfach mal zwei Äpfel. War nicht schlecht. Okay, müssen wir eigentlich alles haben. Bumperfrüchte. Ja, ich weiß. Yay! So, versuchen wir jetzt die Goldrelikte mit den Leuten oder ohne die Leute. Das heißt, ich müsste am Anfang ein bisschen stehen bleiben. Ich weiß es nicht, weil die gehen mir auf der Strecke schon ziemlich auf den Sack. 1,25. Ich glaube, ich versuche das erstmal so und gucke einfach mal, was bei rauskommt. Oh, direkt schon mal die Kisten hier mitnehmen. Einfach mal abstauben. Gab es die Löcher eigentlich auch in dem ersten Level? Ich meine nicht. Oh, ich kann mich aber auch irren. Ich weiß nur, dass am Ende so ein großer Sprung da war. Gut. Weg. Oder kriegte man hier am Ende noch mal 10 Punkte? Oh, die habe ich sogar noch bekommen. Das ist ja unfassbar. 10 oder 5 Sekunden abgezogen, wenn man alle Kisten hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und glaube ich nicht so gut, dass ich jetzt hier irgendwie nicht über diese Felder fahre. Werden wir gleich sehen, was bei rauskommt. Weg. Wow.